Migräne. Verstehen und in den Griff bekommen. Es gibt viele verschiedene Kopfschmerzarten. Zwei sind besonders häufig. Spannungskopfschmerzen und Migräne. Spannungskopfschmerzen kennt fast jedes Kind. Du kannst sie jeden Tag oder nur ganz selten haben. Das ist bei jedem anders. Oft sind es leichtere, drückende Kopfschmerzen, die besser werden, wenn du körperlich aktiv bist. Wenn du hingegen Migräne hast, bekommst du ab und zu einen sehr starken Kopfschmerz. Migräne hat ungefähr jedes zehnte Kind. Der Migränekopfschmerz kommt bei manchen Kindern einmal in der Woche und bei anderen einmal pro Monat oder seltener. Der Kopfschmerz bei Migräne wird stärker, wenn du dich körperlich anstrengst, beispielsweise beim Treppensteigen. Wenn du Migränekopfschmerz hast, ist dir vielleicht auch übel oder du musst dich übergeben, dich stören Licht oder Geräusche. Daher möchten viele Kinder und Jugendliche während einer Migräneattacke am liebsten ihre Ruhe haben und legen sich ins Bett, verdunkeln den Raum und versuchen zu schlafen, bis der Schmerz aufhört. Die Migräneattacke kann einige Stunden, aber auch bis zu Tagen dauern. Wenn sie vorbei ist, fühlst du dich vielleicht noch ein paar Stunden oder einen Tag lang komisch und schlapp. Auch das gehört zu Migräne. Danach ist dann alles wieder ganz normal. Doch was ist eigentlich Migräne? Kinder mit Migräne haben ein besonderes Gehirn. Dein Gehirn besteht aus vielen Millionen Nervenzellen. Menschen mit Migräne haben einige besondere Nervenzellen, die Migräne-Nervenzellen. Diese Nervenzellen bilden einen Migräne-Generator, der sich aufladen kann wie ein Akku. Wenn der Akku voll ist, entleert er sich schlagartig und sendet elektrische Signale an viele Teile deines Gehirns. Dort werden dann Nervenzellen empfindlicher und verursachen so die Symptome einer Migräneattacke. Und wie verläuft eine Migräneattacke? Zu Beginn der Migräneattacke fühlst du dich ein bisschen komisch. Vielleicht bist du müde, gähnst viel, hast plötzlich Hunger auf Schokolade oder irgendetwas anderes. Oder aber du willst gar nichts essen. Du ahnst vielleicht schon, Mist, jetzt kommt gleich eine Migräneattacke. Aber eigentlich ist sie schon voll im Gang. Der Migränegenerator hat sich schon entladen und einige Bereiche im Gehirn sind schon empfindlicher als sonst. Bei manchen Kindern ist es das Hungerzentrum, bei anderen das Gähnzentrum. In der Migräneattacke breiten sich die elektrischen Signale aus dem Migränegenerator immer weiter über das Gehirn aus. Nach einer Weile werden dann auch die Hülle um das Gehirn, die sogenannten Gehirnhäute oder die Blutgefäße im Kopf empfindlicher und schmerzhaft. Wenn du dich bewegst, zum Beispiel Treppen steigst, zieht dein Gehirn an den Gehirnhäuten und es fließt mehr Blut durch die Blutgefäße. Normalerweise tut das nicht weh, aber wenn die Gehirnhäute und die Blutgefäße während einer Migräneattacke empfindlicher sind, macht dir das Schmerzen. Bei jedem sechsten Kind mit Migräne ist das Gehirn besonders stark aufgewühlt. Diese Kinder können vor oder während dem Migränekopfschmerz für einige Minuten nicht mehr richtig sehen, zum Beispiel weil sie nur helle Blitze wahrnehmen. Die sind eigentlich gar nicht da, werden aber vom Gehirn produziert, weil der Migränegenerator das Sehzentrum des Gehirns überaktiviert hat. Das nennt man Migräneaura. Die Migräneaura kann sich aber auch ganz anders bemerkbar machen. Einige Kinder können bestimmte Körperteile für eine Zeit lang schlechter bewegen. Andere wiederum riechen, sehen oder fühlen für ein paar Minuten komische Sachen, bis die Aura wieder vorbei ist. Aber für Kinder mit Migräne gibt es auch gute Nachrichten. Erstens, durch die Migräneattacke oder die Migräneaura geht im Gehirn nichts kaputt. Zweitens, das Gehirn von Kindern mit Migräne arbeitet ausdauernder, wenn es darum geht, Probleme zu lösen. Cool, oder? Drittens, Migräneattacken kann man prima behandeln. Wie das geht, erkläre ich dir jetzt. Eine Behandlung, die die Migräne für immer verschwinden lässt, gibt es leider nicht. Auch wenn einige Wundeheiler das versprechen. Lass dich nicht veräppeln. Dein Gehirn hat den Migränegenerator und den kann keiner ausschalten. Aber du kannst selber etwas tun, damit die Migräneattacken seltener auftreten. Stress, wenig Bewegung und ein unregelmäßiger Tagesablauf sorgen dafür, dass sich der Migränegenerator schneller auflädt. Finde heraus, was dir in deinem Leben Stress macht und versuche, den Stress zu verringern. Das geht nicht immer, aber manchmal kann man durch Kleinigkeiten eine ganze Menge erreichen. Zudem ist es gut, du treibst Sport, schläfst ausreichend lange und isst regelmäßig. Eine bestimmte Diät brauchst du nicht anzuhalten. Wenn du diese Tipps befolgst, wirst du weniger Migräneattacken bekommen. Manchmal hat man auf dieses gesunde, vernünftige Leben keine Lust. Auch okay. Aber gut zu wissen, dass du die Häufigkeit der Migräneattacken ein ganzes Stück selber im Griff hast.
Aber auch wenn du all diese Tipps umsetzt, wirst du ab und zu eine Migräneattacke haben. Und was kannst du dann machen? Am besten nimmst du sofort zu Beginn der Migräneattacke das richtige Schmerzmittel ein. Das beste Schmerzmittel für Migräneattacken ist Ibuprofen. Du musst aber die vom Arzt empfohlene Dosis einnehmen und nicht versuchen, mit weniger auszukommen. Sonst kann Ibuprofen nicht richtig helfen. Dass ein Schmerzmittel gut hilft, merkst du daran, dass es dir nach kurzer Zeit, oft schon nach einer halben Stunde, deutlich besser geht. Oft ist es dann gar nicht nötig, dass du dich längere Zeit ins Bett legst oder von der Schule nach Hause gehst. Am besten, du machst nur eine kurze Pause, bis das Schmerzmittel wirkt und dann einfach normal weiter. Nach ein paar Stunden ist meist wieder alles beim Alten. Wenn Ibuprofen nicht hilft oder bei sehr schweren Attacken, kann auch ein spezielles Migränemittel zum Einsatz kommen. Ein Triptan. Wenn du eine Migräneerkrankung hast, solltest du immer dein Schmerzmittel bei dir haben. Zu Hause in der Schublade hilft es nicht, wenn du in der Schule oder bei Freunden eine Migräneattacke bekommst. Wenn du merkst, dass du sehr häufig ein Schmerzmittel einnimmst, also einmal in der Woche oder noch häufiger, dann solltest du das unbedingt mit deinem Arzt besprechen, damit ihr gemeinsam überlegen könnt, woran das liegt und was zu tun ist. Bei leichteren Kopfschmerzen, zum Beispiel Spannungskopfschmerzen, solltest du dich aktiv ablenken, Sport machen und kein Schmerzmittel einnehmen. Fassen wir noch einmal zusammen. Migräne wird durch den Migränegenerator ausgelöst. Viel Stress führt zu vielen Migräneattacken, weniger Stress zu weniger Migräneattacken. Während der Migräneattacke cool bleiben, rechtzeitig dein Schmerzmittel einnehmen und nach einer kurzen Pause einfach weitermachen. So gehst du super durchs Leben, auch mit Migräne.